Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge, dem Elder Scrolls Ausflug hier in Cyrodiil. Und in der letzten Folge haben wir hier aufgehört, mittlerweile hat es jetzt ein bisschen angefangen zu regnen. Doch das soll uns gar nicht stören. Denn wir bewegen uns heute in der Stadt und zwar möchte ich gern mal Arena spielen, um ein bisschen Gold in die Kasse zu bekommen. Denn momentan, wie viel Gold haben wir denn momentan? Es ist nicht viel. Und ich würde mir auf jeden Fall gern ein paar neue, coole Zauber leisten können, weil man mit denen deutlich effektiver auch natürlich spielen könnte. Ich meine, sie sind noch nicht high-leveled, aber das ist noch nicht das Problem. Mir fehlt im Grunde genommen nur das Geld, um mir auch die Zauber kaufen zu können. Jetzt bin ich gerade so blöd, mein gescheites Inventar zu finden. So. Jetzt seht ihr, habe ich nur 2100 Goldmünzen. Das ist nicht so viel. Es geht eigentlich. Aber diese Zauber, die sind wirklich extrem, extrem teuer. Gerade die guten. Und deswegen wollen wir uns mal aufmachen in die Arena, weil ich meine, mich zu erinnern zu können, dass man damals da relativ gut Gold machen konnte. Und das ist hier in der Stadt. Ich hoffe mal, dass ich das als Magierklasse auch gut machen kann. Wie gesagt, seit Ewigkeiten her, dass ich die gemacht habe. Das war damals noch zu Release-Zeiten. Das ist Ewigkeiten her. Ja, das ist das Arena-Viertel. Wollen wir uns mal gucken, was wir da so machen können. Damals war es relativ easy. Ich weiß nicht, wie man da mit dem Magier-Charakter jetzt durchkommt. Werden wir aber sehen. Ja, das perfekte Arena-Wetter, da werden bestimmt viele Besucher kommen bei dem Sheet-Wetter, aber naja, das macht ja nicht das Problem. Wie gesagt, macht man, glaube ich, relativ viel Geld. Wir werden mal sehen. Ich hoffe, dass das gescheit gehen wird und auch gescheit viel Geld geben wird, aber dazu würde er uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen können. Und ja. Seid gegrüßt. Willkommen in der Arena. Ich glaube, ich habe euch noch nie hier gesehen. Ich kenne alle Stammgäste, glaubt mir. Wenn ihr die Arena als Kämpfer betreten wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Owen, dem Waffenmeister, reden. Wollt ihr jedoch auf einen Kampf setzen, so seid ihr bei mir goldrichtig. Kämpfe finden den ganzen Tag statt, von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Da gibt es viele Gelegenheiten, sich das Geldsäckel zu füllen. Also was sagt ihr? Wollt ihr auf einen Kampf setzen? Nee. Ah, in Ordnung. Also gut, wenn, wenn ihr etwas braucht, so fragt nur. Ich nehme eure Wette gern an, falls ihr es euch anders überlegt. So, wir wollen ein Arena-Kämpfer werden. Falls ihr tatsächlich in der Arena kämpfen wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Owen, dem Waffenmeister, sprechen. Geht einfach durch die Tür zu meiner Rechten und steigt die Treppe hinab. Aber legt euer bestes Benehmen an den Tag. Owen ist von Natur aus etwas mürrisch. Oh. Okay, ja, auf den Kampf wetten will ich nicht, da macht man wahrscheinlich nur Minus. Er sagt, rechte Tür, auf. Ich müsste den Kampf wetten, um Zutritt zur Arena zu halten. Nein. Okay, seine Tür zu seiner Rechten, das ist aber, ja gut, zu seiner Rechten. Ja, okay, doch, stimmt schon. Dann sind wir nämlich jetzt hier und so mit Owen sprechen. Bin mal gespannt. Jo. Wenn er schon so mürrisch sein soll, wo uns dann überhaupt in die Arena lässt, aber. Hier ist ein kämpfender Ork. Owen, Champion des gelben Teams. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, was ist? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich gebe euch genau 10 Sekunden, um mir zu sagen, was ihr hier in meinem Schlachthaus tut, bevor ich euch die Arme abhacke. Also, der ist echt mürrisch. Wie bitte? Ihr wollt Kämpfer werden? Seht euch doch nur an! Euch würde meine Großmutter besiegen und die ist tot. Wartet, ihr meint es ernst, oder? Was ist nur mit euch allen los? Ihr kommt an, wollt Kämpfer werden und am Ende zieren eure Eingeweide meinen roten Salon. In Ordnung, du kommst zu deinem eigenen Begräbnis. Willkommen in der Arena, du räudiger Kampfhund. Ihr seid frei zu kämpfen, solange euch die Wettkampfregeln geläufig sind. Mhm. Lasst mich euch euer Kampfgewand überreichen. Das ist die Uniform aller Arena-Kämpfer. Wollt ihr ein leichtes Gewand oder ein schweres Gewand? Wir wollen ein leichtes Gewand, da wir nicht so ein schwerer Zauberer sind. Also ein schwerer Zauberer, ich weiß nicht gar nicht, ob ein Stärke-Zauberer spielen könnte, aber ja, leichtes Gewand. Ein leichtes Gewand, was? Sicher? Ich dachte, ihr wärt eher der Typ für ein schweres Gewand. Einer, der sich hinter einer Haut aus Stahl versteckt. Also gut, hier. Zieht das an und seht, ob es passt. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Wenn ihr kämpfen wollt, meldet euch bei mir. Na gut. So, leichtes Arena-Gewand hinzugefügt. Mal gucken, was er vielleicht nur erzählt, zu erzählen hat. Der erste Waffenmeister unserer Arena, der verdammt nochmal beste Kämpfer aller Zeiten, hat dem Orden der Diagna gedient, ist im Kampf gegen die Orks gefallen. Asura sei seiner Seele gnädig. Hm,
Großmeister? Der amtierende Großmeister ist Agronak Gromalok. Sein Wettkampfname ist der Graue Prinz. Er ist ein Ork, naja, eigentlich ein Halborg, heißt es. Ihr müsst wissen, dass er schon fast ein Jahrzehnt lang Großmeister ist. Warum? Weil niemand den Mut hat, gegen ihn anzutreten. Der Graue Prinz ist unschlagbar. Zumindest glauben das die Leute von Cyrodiil mittlerweile. Vielleicht ist es Zeit, dass jemand in die Arena tritt und ihnen das Gegenteil beweist. Ja, wir werden es auf jeden Fall mal versuchen als Magier, ne? Ja, ich weiß nicht, ob also Gerüchte, ob da irgendwas Interessantes mit bei ist. Ich habe gehört, ihr seid ein Idiot. Ist da etwas Wahres dran? Sehr gut. Das ist Isabel Andronikus, die mürrische alte Frau, die dort sitzt. Sie steht mir sehr nah. Wenn ihr ihr irgendwie Unrecht tut, reiß ich euch die Leber aus dem Leib. Chill. Das bin ich, Schlauberger. Hier unten bin ich der Boss. Von mir aus kann der Geist des Kaisers hier herumschweben. Im Schlachthaus hat er mir zu gehorchen. Ihr kämpft für das blaue Team, ihr kämpft gegen das gelbe Team. Um in der Arena antreten zu können, müsst ihr ein Arena-Kampfgewand tragen. Das Kampfgewand bedeckt euren ganzen Körper. Ihr könnt euren eigenen Helm und Schild und eure eigene Waffe verwenden. Wählt diese Gegenstände daher mit Bedacht aus. Das Kampfgewand ist bereits verzaubert. Ihr könnt es nicht manipulieren. Aber abgesehen davon ist einfach alles möglich. Magie, Tarnkappe, alles, was ihr zum Siegen braucht. Ihr könnt täglich zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends in der Arena antreten. Kommt einfach her und sagt mir, dass ihr bereit seid zu kämpfen. Und schon kann es losgehen. Alles klar? Gut. Wenn ihr einen Kampf gewinnt, kommt nur nicht auf die Idee, die Leiche eures Gegners zu rauben. Das ist streng verboten. Okay, also keine Leichenfledderei. Ja, dann wollen wir unser Kampfgewand inspizieren und eventuell anziehen. Und mal gucken, was das hier ist, ob das dann überhaupt irgendwie gescheit tragen kann. Da, festigen Persönlichkeit eigentlich 2 und plus 5 Athletik, okay. Und es hat auch wenigstens ein bisschen Rüstung im Gegensatz zu unserem Magier. Na gut, wir verlieren halt ein bisschen magische Kräfte, aber naja. Jetzt sehen wir richtig sexy aus. Okay, aber die Kapuze passt jetzt ja irgendwie. Na gut, es geht so. Also wir haben wenigstens ein blaues Ding an, aber so wirklich hundertprozentig passend die Kapuze jetzt nicht mehr. Ja, ansonsten haben wir nicht viel dabei. Warte mal, auf welche Taste können wir vielleicht mal den Stab sonst noch auf eine Taste legen? Na gut. Wo ich daran denke, dass ich den auf 7 gelegt habe, weiß ich auch nicht. Und irgendwie Stränke. Naja, ich bin gespannt, wie der erste Gegner so sein wird. Ob der uns eins aufs Fressbrett geben wird oder ob wir ihn einfach tierisch vernichten. Speichern vielleicht einmal vorher, weil man weiß ja nie, was einen erwartet. Ihr seid noch nicht auf dem Weg nach Hause zu eurer Mama? Das ist ein gutes Zeichen. Also seid ihr bereit für einen Kampf oder braucht ihr einfach ein paar Informationen? Nö, das soll ja schon losgehen. Also gut, ihr Wurm. Sieht so aus, als hättet ihr euch in euer Kampfgewand geworfen und wäret kaum noch zu halten. Der rote Salon ist gleich dort drüben. Wenn ihr bereit seid, euch ausweiden zu lassen, dann geht einfach die Rampe zur Arena hoch. Viel Glück und möge Asura eurer Seele gnädig sein. Das hoffen wir doch einfach mal. So, der ist gleich hier drüben. Hier, er ist anscheinend der amtierende Champion, der... Wow, ey. Jetzt dreht er sich auch immer zu mir. Oh, der hat richtig schicke Waffen. Ich glaube, die machen richtig gut Schaden, ne? Ich kann mich da nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Alter, hier ist auch alles voller Blut, ne? Becken der Erneuerung. Ihr habt euch noch nicht mit Staub der Arena gewälzt. Wenn ihr einmal im Blut geschmeckt habt, könnt ihr wiederkommen, um euch zu erfrischen. Okay, dann kann man sich da wieder auffüllen. Und hier geht's dann aber jetzt los. Okay, auf zum ersten Kampf in die Arena. Sollten wir uns vorbereiten mit einem Schildzauber. Ja, alles voller Blut ist, ey. Hier leuchtet der Kaiserstadt. Ich weiß nicht, ob wir das so mögen, dass wir so Skelette beschwören. Oh, das wird schon gut gehen. Für diesen Kampf haben wir Frischfleisch. 2 brandneue Kampfhunde. Verlieren wir also so viele Zuschauer stehen hier nun auch nicht. Möge der Kampf beginnen. Na dann komm. Greift er erst mein Skelett an. Das ignoriert er einfach. Aua. Aua. Aber gut zu. Aber deswegen teile ich ihn noch erstmal. Und gebe ihm ein paar Feuerbälle. Jetzt habe ich meine eigene Rasse verraten. Was erzählst du hier für ein Bullshit eigentlich? So.
Boah. Aua, aua. Soll ich jetzt etwa ja, jetzt ziehe ich auch mein Schwert. Aua, aua, aua. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar echt ein Schild anziehen sollten oder so. Etwas Besseres hat das blaue Team nicht zu bieten. Ah, und dann blockt der so elendig. Mal ein bisschen Leben auffüllen. Ich hätte gedrängt mich richtig. Ey. Oh, oh, oh. Warum wollt ihr nicht sterben? Oh, oh. Ja, da muss ich mal einen Heiltrank werfen, ey. Das gehen wir gleich drauf. Zeigt mir, was ihr da habt. Ja, komm. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Boah, ey, in Third Person kann ich nicht kämpfen, ey. Für dich voll den Überblick. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher. Such mein Feuerball! Gott, wenig Leben, wenig Leben. Burn. Oh. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Also so einfach war das dann doch nicht. Das ist halt das Problem, dass ich nur diese Standard-Bimbo-Zauber habe und ich mir in der Arena, in der man natürlich möglichst das beste Zeug haben sollte, darin versuche, mir mein Geld zu verdienen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt kann er ja unseren Schmutz wieder abwaschen. Das Leben wieder aufhören. Mal gucken, was er zu sagen hat und wie viel Geld das überhaupt gibt. Bei den neuen Göttlichen. 50 Gold. Ihr habt es geschafft. Ihr habt tatsächlich gewonnen. Ihr seid ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Kampfhund. Vielleicht überlebt ihr ja genug Kämpfe, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Hier, Kind, euer Lohn für den Sieg. Und es ist noch mehr zu holen, wenn ihr weiter gewinnt. Nun entspannt euch vor eurem nächsten Kampf. Ja, das haben wir schon getan. Ich würde gerne weiterkämpfen. Gut, ihr seid also doch kein kompletter Versager. Werdet bloß nicht eingebildet. Lasst es mich wissen, wenn ihr zum Kampf bereit seid. Dann könnt ihr euch mir noch einmal beweisen. Das ist genau der richtige Geist. Ihr bietet dem Volk von Koroll ein gutes Spektakel und ich sorge dafür, dass ihr ein anständiges Begräbnis erhaltet. Ja, wenn das jetzt noch schwerer wird als der Kampf davor, dann könnte er recht haben. Deswegen speichere ich dann nochmal. Ne, wollen wir mal gucken, was der nächste Gegner so drauf hat. Ich glaube, es ist echt doof, ohne Schild zu kämpfen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Wer wird siegen? Der Kampfhund aus dem gelben Team oder der Kampfhund aus dem blauen Team? Finden wir es heraus. Schließt die Tore. Oh. Hey. Oh. Aua. Wieder auf mich loscharged, ey. Fässigkeiten bringt bei dem nicht so viel, also nicht. Weil er viel läuft. Mal kurz das ganzen Sachen erneuern. Ein bisschen Leben auffüllen. Blocken, blocken, blocken. Und der Feuerbälle in sein Gesicht. Ich glaube, die machen deutlich mehr Schaden, als was ich da mit dem Schwert mache. Den kokel ich jetzt einfach weg, ey. Oh! Oh, Robot hat er sich geheilt, ey. Soll mal einer sagen, heilen wäre unfair. Und der das auch macht. Geblockt! Das ist das Einzige, was ich irgendwann mit meinem Schwert mache. Vielleicht soll ich echt ein Schild nehmen, näher mehr Block mit meiner Ausdauer. Als dass ich. Da, aber dann macht er nämlich sowas, ey. Daneben! Kurz mal Tränke schmeißen. Haben wir nicht mehr so viele von.
Aber jetzt kriegt er auf einmal keinen Schaden mehr durch die ganze Feuerbälle. Kann ja nicht sein. Jetzt fall um! Oh, daneben. Kann nicht sein. Boah. Man konnte ja nicht mehr blocken, ey. Der sagt gerade nicht, dass das irgendwie Diebstahl wäre. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena. Ich probiere es einfach mal. Gönnt euch Ruhe. Ihr natürlich darf ich mir nicht nehmen. Der Versuch war es ja wert. Ja, dann waschen wir wieder das ganze Blut ab und den Staub. Der war fast noch. Ich fand den einfacher als der erste Kampf. Weil ich mich auch ein bisschen besser wieder angestellt habe. Ich bin ein viel beschäftigter Mann, was ist? Gut, ihr habt es also schon wieder geschafft. Was wollt ihr von mir? Eine Umarmung? Nehmt euer Gold und dann verschwindet, Kampfhund. Also momentan gibt es echt noch wenig Gold. Ich dachte, das gelbe Team wird nicht gegen sich selbst kämpfen, du fauler Kampfhund. Bereit für eine Partie oder was? Jo, kann er mich nicht auch hochstufen? Ihr müsst ja geradezu darauf brennen, euch umbringen zu lassen, hä? Also gut, geht zurück zur Arena und versucht am Leben zu bleiben, bis das Tor sich öffnet. Wir versuchen es, ne? Also zurück in die Arena. Bin mal gespannt. Wenn wir jetzt uns erwarten. Wenn wir jetzt endlich eins auf die Mütze bekommen. Erst irgendein Kampf werden wir schon noch verlieren. Wir Leute der Kaiserstadt. Steht denn da? Willkommen in der Arena. Ich seh's nicht. Seid ihr bereit für ein Blutbad? Der Sieger des Kampfes wird im Rang aufsteigen. Oh. Es steht also viel auf dem Spiel. Dann gibt's vielleicht endlich mehr Geld. Kampfhunde zeigt uns, was in euch steckt. Oh, Bogen. Blub. Blub. Oha. Weil ich jetzt so einen Bogentypen eigentlich deutlich einfacher. Weil dem weiche ich einfach aus. Na gut, er weicht mir jetzt auch so aus. Ein bisschen näher rangehen. Na, bleib doch stehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nah rangehen soll. Vielleicht holt er da eine Waffe raus. Na egal, warte mal. Hol jetzt erstmal den wieder raus. Und jetzt geben wir ihm einfach mal Saures. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Ja, natürlich, der starke Schlag geht daneben, ey, Trottel. Trottel! Das ist aber nicht so schlau von dir, dich in die Ecke treiben zu lassen. Boah, ey, der hat meinen Feuerball damit auch verhindert. Ach komm, fuck doch nicht. Jetzt bleib hier, du ekliger Agonia. Der Gärt ist voll. Der Sieger steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen so ein paar Pfeile. Alter, aber richtig viele Pfeile. Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Kann er nochmal. Ihr habt es euch verdient. Nee, ich hab so doof, die Kameraperspektive zu wechseln. Aber egal. Ja, schon ein paar Pfeile. Vorne auch. Sehr gut. Der war aber einfach. Also so ein Bogenschütze, der hat nichts drauf. Aber wenn da so ein großer Zweihandtyp kommt, der gibt mir vielleicht schon ein bisschen aus Festbett. Ah, da gibt mir vielleicht ein bisschen... So, jetzt will ich aber auch mehr Geld sehen, ey. Mehr Geld will ich sehen, Owen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, was ist? Wehe, wenn nicht. Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ihr seid kein Kampfhund mehr. Gold, wow. Ja, stimmt, ihr seid aufgestiegen. Meinen Glückwunsch, Schläger. Na, ist jetzt auch nicht besonders Wisst viel, ihr, was ne? der Rang eines Schlägers hier zählt? Nichts. Sie ist ein Kleiner. Du bist immer noch ein Wurm. Ihr müsst weiterkämpfen, wenn ihr es zu was bringen wollt. Tja, machen wir halt. Gut, Schläger. Ihr wisst, wie alles abläuft. Geht in die Arena hinaus und zeigt ihnen, wer das Sagen hat. Ja, ich hoffe, dass er noch... Vielleicht wäre Magier auch ganz nett, weil... Kann man auch relativ, glaube ich, gut... Alles außer Nahkämpfer. Nahkämpfer sind, glaube ich, ein bisschen eklig. Aber wir werden sehen, wenn wir jetzt kriegen. Zack.
Oh, wir haben wieder schlechtes Wetter draußen. Hier läutet der Kaiserstab. Oh, das ist wieder ein Nahkämpfer mit einem Schild, ey, schlecht. In diesem Kampf treffen die Schläger aufeinander. Feuert sie an, die tapferen Wettstreiter auf ihrem Weg zum Ruhm. Kämpfer, beginnt. Läuft einfach. Na, lol, er weicht sogar dem Feuerball aus. Wow, 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 der geht ja richtig ab. Der geht ja ab wie ein Schnitzel. Was geht denn der so ab? Hat er irgendein Spell genommen, dass er so schnell ist? Naja, naja. Boah, ey, der ist richtig schnell. Kann man ja gar nicht mehr ausweichen. Blocken. Wow. Oh, will er mich umlaufen oder was? Ihr werdet mich nie besiegen. Skelett ist tot. Auch wieder mehr Mana. Soll meine Leben wieder auffüllen und. Aua! Burn! Ihr habt eure Geister gefunden. Burn, burn, burn! Was? Nachdem ihr sie Tage und Wochen lang getragen habt, fühlt sich eure leichte Rüstung jetzt an wie eine zweite Haut. Ihr habt gelernt, euch darin im Kampf leichtfüßig zu bewegen. Als Lehrling in der leichten Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Ausrüstung im Kampf nicht mehr so schnell beschädigt wird. Wow! Unsere Ausrüstung wird nicht mehr so schnell beschädigt. Und jetzt... Oh, daneben. Oh, daneben. Oh, kein Mana mehr. Versuchen wir nochmal... Boah, ja, der heilt sich. Ich glaube, mein Skelett macht auch voll wenig Schaden. Na ja, komm, nochmal ein Lebenstrank. Sterb du mal endlich. Aua, aua, aua. Ich habe keine Mana mehr dafür. Ich werde sie. Da geblockt, ey. Noch mal einen Lebenstrank, sonst gehe ich gleich drauf. Wie man nicht zaubern kann, wenn er so anhaut. Vom blauen Team. Hey, Feigling vom blauen Team! Wieso trifft das nicht? Daneben! Na komm her. Geblockt! Daneben! Dann gehe ich auf Risiko und hau ihm voll ins Nichts. Ey. Genau! Er hat auch durch die ganze Zeit so ein Fitzel. So gemein. Ich kann. Ja, machen wir das mal. Müssen wir vielleicht weniger Risiko oder so. Oh, hier gehen dann so Stacheln runter. Der kriegt jetzt echt nochmal eins aus Respekt. So lasse ich ja wohl nicht mit mir umgehen. Was ein Vogel. Ey. Ich hätte auch gedacht, dass man in der Magiergilde mehr Zauber gratis kriegt. Ich glaube, in Skyrim kriegt man das auch. Aber hier kriegt man gar nichts, man muss dann alles kaufen. Das ist total dämlich. Wozu gehe ich denn in die dumme Magiergilde? Na. Ja, ja. Hallo. Daneben. Wieder alles wegblockt. Die sich auch nicht um meine Minions kümmern, ey. Das ist doch kacke. Und er ist wieder echt so ein Kämpfer auf Speed. Und er hat sein eigenes Skelett angekugelt. Ich glaube, das ist das Schlauste, einfach rückwärts zu laufen. Und ihn versuchen, dabei zu braten. Ja, ja, das wissen wir schon. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Stirb, du Feind! Da heilt er sich auch. Aua! Oh, da ist zum ersten Mal, glaube ich, damit getroffen. Komm. Daneben.
Alter, dieser letzte Fitzel. Das geht doch. Mensch. Harter Kampf gegen ihn, aber letztendlich hat er doch den Kürzeren gezogen. Aber ich weiß nicht, ob wir den Endkampf gegen den Ork schaffen, ey. Bestimmt unlustig werden. Vier Siege sind in Ordnung, Kind, aber dadurch werdet ihr noch kein Großmeister. Hier euer Lohn. Jetzt geht euch säubern, bevor ihr wieder antretet. Ja, habe ich schon getan, mein Freund, habe ich schon getan. Aber vielleicht speichern wir nochmal zwischen, das wäre ganz schlau. Euer Gewand spannt allmählich ein bisschen, Schläger. Ich glaube, etwas Bewegung täte euch gut. Was meint ihr? Bereit für eine Partie? Indeed. Also gut, Schläger, der nächste Kampf wird eine echte Herausforderung. Sieht so aus, als wären es zwei Waldelfenschwestern, die immer zusammenkämpfen. Die beiden sind Zwillinge, ihr müsst sie beide besiegen. Jetzt geht hinein und zeigt diesen Waldbewohnern, wer hier das Sagen hat. Was? Zwei gegen eins? Wow, wie fair. Warum... Ja, also nicht erfahren, jetzt gar nicht so diskutieren, warum ich da alleine kämpfen muss jetzt gegen zwei. Könnte ich vielleicht auch einen Buddy bekommen, der mit mir kämpft? Nö. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen. Den machen wir dann als erstes platt. Ich glaube den Range. Also wenn es ein Fernkämpfer ist, können auf jeden Fall den Fernkämpfer des blauen Teams die Waldelf-Zwillingsschwestern des gelben Teams besiegen? Finden wir es heraus. Na, die sehen mich instant. Noch für Taste. Aua. Und sie wird geheilt. Bleib doch stehen. Du Brate. Wow, was geht hier? Du backst voll in mich rein. Ich brauche Leben, ey. Nicht mehr irgendwas Großes mit Leben. Ja, Feigling. Ihr kämpft hier zu zweit. Aua. Oh, fuck. Aua, fuck. Ey, ich bin so gestaggert. Gestaggert. No. Aua. Wollt ihr nicht sterben? Aua. Lass mich durch. Oh Gott. Oh, wow. Wow. Hm. Boah, ich will die mir wieder einschenken. Burn! Burn, ich hab ein Problem. Burn, meine Mana ist gerade leer. Burn. Okay. Trank der Hexerei. Ein bisschen was Leben. Geblockt. Au! Aua, wie die mich staggert mit dem Zwanschild. Das ist nicht gut. Au. Wenn ich jetzt meine Mana zum Heilen verschwenden sollte, ey. Ich hab gar keine große andere Wahl. Wenn ich mit der auf einen Zweikampf einlasse, mit meinem Schwert, sterbe ich wahrscheinlich. Das ist, blockt sie einfach weg. Das hab ich geblockt. Also ein Zwergenclaim hätte ich auch gern. Ja, meine Tränke gehen davon nicht zur Neige. Vielleicht muss ich doch sonst nochmal neue Tränke kaufen. Was? Das ist die Tür zum roten Team. Okay, muss ich zur anderen Seite. Ja, sonst müsste ich mir eventuell neue Tränke besorgen und vielleicht einmal schlafen, weil ich hatte Level up. Ey. Und dann schenke ich vielleicht noch ein bisschen was in Leben oder so. Ist ja vielleicht echt sinnvoll. So wie ich hier kassiere. So. Jetzt mal Sachen abwaschen. Kann man hier, ja, kann man auch hinlegen zum Schlafen. So, was stecken wir rein? Persönlichkeit, Konstitution beeinflusst Ausdauer und Lebensenergie, klar. Wie schnell wir uns bewegen, ist eigentlich eher uninteressant und leichte Rüstung.
Geschick, zusätzliche Fertigkeit, Schleichen und Schießen eigentlich eher uninteressant. Magie, zusätzliche Fertigkeiten wie Alchemie, Beschwörung und Mystik. Widerstand gegen Magie. Was ist eigentlich Zerstörung? Suche ich gerade. Warum finde ich das denn nicht? Naja, Nahkampf, weiß nicht, ob ich da mal einen Punkt reinschmeißen sollte. Na, ich glaube, so ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, schade, dass man nicht aus so Sachen ausgehen kann wie in Skyrim. Das war dann doch schon da irgendwie ein bisschen interessanter und besser. Das gebe ich schon gerne zu, dass sie das da etwas besser optimiert haben.